Hallo und willkommen auf meinem Backkanal. Heute habe ich ein herzhaftes Rezept für euch, nämlich Hähnchenschenkel mit Gemüse aus dem Backofen. Ja, dieses Gericht ist in wenigen Schritten hergestellt und mega lecker. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zusehen und beim Nachmachen. Und hierfür dürfen natürlich Hähnchenschenkel nicht fehlen. Ich habe 6 genommen, Gewürze wie Rosmarin, Curry, Salz und Pfeffer, etwas Öl, 2 bis 3 Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen und Gemüse. Da könnt ihr einfach Gemüse nehmen, welches ihr mögt. In unserem Fall waren es Kartoffeln, rote Paprika, gelbe Paprika und Möhren. Als erstes stelle ich die Marinade her. Zu dem Öl kommt Salz, Pfeffer, Curry und ich presse noch eine Knoblauchzehe hinzu. Dann verrühre ich die Marinade und bestreiche die Hähnchenschenkel damit. Die Hähnchenschenkel werden jetzt erstmal vorgebraten bei 180 Grad für ca. 30 Minuten. In der Zwischenzeit schäle ich schon das Gemüse und schneide es in Stücke. Und es kommt noch eine Knoblauchzehe hinzu. Falls ihr keinen Knoblauch mögt, könnt ihr es natürlich weglassen. Anschließend würze ich das Gemüse noch mit Rosmarin. Natürlich könnt ihr auch frisches Rosmarin verwenden, Salz und Pfeffer. Nun sind auch die 30 Minuten rum. Jetzt kommt das Gemüse zu den Hähnchenschenkeln hinzu. Wie man gut sehen kann, ist schon genug an Öl aus den Hähnchen gekommen. Deswegen brauchen wir auch keins mehr, kein zusätzliches mehr fürs Gemüse. Und ja, nun verteile ich noch das Gemüse, hebe die Hähnchenschenkel etwas an, damit das Gemüse unter den Hähnchenschenkeln liegt und somit auch von den Hähnchenschenkeln Öl abbekommt. Ja, sonst würde es einfach zu trocken werden. Jetzt kommen die Hähnchenschenkel erneut in den Backofen. Die Gradzahl könnt ihr beibehalten und dann würde ich sagen für ca. 40 Minuten. Nun ist das leckere Essen fertig und servierbereit. Und wie ihr sehen konntet, war das wirklich nicht viel Arbeit. Man musste nur das Gemüse klein schnippeln und den Rest hat der Backofen gemacht. Ja, ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder vielleicht ein kostenloses Abo. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.